Moin, hallo und herzlich willkommen hier auf dem OLX Channel. Mein Name ist Guido und das hier ist der zweite Teil von unserem Video zu unserer Karibik-Kreuzfahrt. 5 Wochen waren wir unterwegs von Bremerhaven aus. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir hier einmal das Video zum Teil 1. An Tag 17 sind wir hier auf St. Maarten, dem niederländischen Teil der Insel, die auf der französischen Seite Saint-Martin heißt, und hier in der Inselhauptstadt und im Kreuzfahrthafen in Philippsburg. Unser Ausflug hat uns zunächst hier zum Rockland Estate geführt und von dort aus sind wir in die Sesselliftanlage gestiegen, die uns hier hoch auf diesen Berg geführt hat. Von oben hat man dann tatsächlich einen ganz fantastischen Ausblick über die Insel und wer mutig genug ist, kann die Rückfahrt dann hier mit diesen Ziplines antreten und wieder ganz nach unten fahren. Wir haben uns dann allerdings eher für die gemütliche Variante entschieden und sind auch mit den Sesselliften wieder nach unten gefahren. Ja, hier kann man sehen, der wunderschöne Ausblick hier über Philippsburg auf St. Maarten und die benachbarten kleinen Inseln. Und hier auch nochmal ein Blick auf die Zipline-Anlage, da geht schon ziemlich steil nach unten. Was von hier oben auch gut zu sehen ist, ist der Flughafen von St. Maarten. Der ist ja gerade bei vielen Touristen sehr bekannt und beliebt wegen des Flughafenstrandes, wo man also die großen Maschinen kurz vor dem Aufsetzen auf der Landebahn dann dicht über den Strand fliegen sieht. Wir sind dann allerdings wieder ganz gemütlich mit der Sesselliftanlage nach unten gefahren und haben die wunderschöne Aussicht genossen. Was man von hier oben auch gut sehen konnte, war ja so eine Reifenrodelanlage, die hier zur Gesamtanlage gehört hat und auch genutzt werden konnte. Unten angekommen haben wir dann wieder Leguane gesehen. Die haben wir auch schon gesehen, als wir angekommen sind und raufgefahren sind. Die liefen hier ganz frei auf der Anlage herum. An Tag 18 haben wir festgemacht hier in Rousseau, der Inselhauptstadt von Dominica, einer ja fast schon verschlafenen kleinen karibischen Insel. Und wir hatten an dem Tag einen ganz besonderen Ausflug geplant. Und zwar sind wir karibisch kochen gewesen und haben bei unserer Gastgeberin Daria einen wunderbaren karibischen Kochkurs genossen mit ganz fantastischem Essen und einer sehr unterhaltsamen Gastgeberin. Daria hat das wirklich ganz fantastisch gemacht. Wir hatten wirklich eine ganze Menge Spaß und deswegen empfehle ich das auch gerne weiter. Hier mal die Kontaktdaten von Facebook und auch ihre E-Mail-Adresse, falls ihr selbst mal Lust auf karibisch Kochen hier auf Dominica habt. I'm an expert in that. Trust me.
So you can't sleep very well, you make a tea in the lead. So what was most popularly used by young teenage mothers? Teenage mother had a baby, but the party continues. And they want to join the party, so what they would do? Give the baby some baby would sleep. Baby would sleep and she would go out to party. Neben einem tollen Kokos haben wir auch ganz viele Infos zu Heilkräutern bekommen. Und da sieht man, wo das Sprichwort herkommt, gegen jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen. Und dieses Sprichwort hat seine absolute Berechtigung, erst recht, wenn man hier in Darias Garten schaut. Und natürlich mussten wir auch die verschiedenen selbstgemachten Rumsorten probieren. Diesen Ausflug haben wir übrigens nicht über die Reederei, sondern über einen anderen Ausflugsanbieter gebucht, nämlich über meinelandausflüge.de. Das ist nicht das erste Mal, dass wir über diesen Anbieter Ausflüge buchen und das hat jedes Mal ganz hervorragend geklappt, deswegen auch eine absolute Empfehlung von mir. Und dann wurde endlich gegessen. Das war wirklich ganz, ganz köstlich und hier auch nochmal ganz herzliche Grüße an unsere amerikanischen Mitköche. Wir sind auf Grenada. An Tag 19 haben wir festgemacht in St. George, der kleinen Inselhauptstadt. Grenada gehört zu den sogenannten Kleinen Antillen und wird auch als Gewürzinsel bezeichnet. Und da liegt es nahe, dass man sich hier mal so einen Gewürz- und Kräutergarten ansieht. Das war wirklich sehr informativ und hat auch richtig Spaß gemacht. Unser Guide hat uns hier auch tatsächlich alles gezeigt, was an Gewürzen und Kräutern hier in diesem tollen Garten wächst. Und neben Kakaobäumen, Kräutern und Gewürzen gab es auch ganz viele blühende Pflanzen hier zu bestaunen in dem Garten. Und nach einer kurzen Fahrt über die wirklich schöne grüne Insel sind wir angekommen hier am wahrscheinlich schönsten Strand der Insel, dem Grand Ends Beach. Und der wirklich langgezogene weiße Sandstrand, das türkisfarbene Wasser bei 30 Grad Wassertemperatur haben wirklich eingeladen, die Seele baumeln zu lassen und das herrliche Meer zu genießen. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Ihre Gastgeberin und Kreuzfahrtdirektorin, Caro Dinter. Thank you very much. Hallo, liebe Gäste. Willkommen auf dem Pool. Geht's Ihnen gut? Ja, und am Abend gab es dann noch eine karibische Poolparty mit einer tollen Steel Drum Band, die für ordentlich Stimmung und Unterhaltung gesorgt hat.
Wir haben mittlerweile Tag 20 unserer Reise und machen fest hier in Kingstown auf der schönen karibischen Insel St. Vincent, die ebenfalls zu den kleinen Antillen gehört. Ja, und wir sind mal wieder umgestiegen von dem großen Schiff auf ein kleines Boot, um genauer zu sein, einen Katamaran, und sind hier entlang der Küste von St. Vincent gefahren. Das hat wirklich eine ganz entspannte Atmosphäre gegeben, denn die Insel ist von der Seeseite wirklich auch sehr schön anzusehen. Und das Wetter hat natürlich wieder mitgespielt. Es war fantastisch warm bei 30 Grad. Der Seewind hat ein wenig Kühlung auf die Haut gegeben, sodass wir diese Ausfahrt hier wirklich sehr genießen konnten. A story is just begun. I'm never gonna let you go. In dieser Bucht hier wurden übrigens die Schlüsselszenen zum ersten Teil der Fluch der Karibik-Reihe gedreht. Wir sind hier einmal kurz in die Bucht reingefahren, sind jedoch nicht an Land gegangen, konnten uns also die Filmkulissen nicht aus der Nähe ansehen. Nichtsdestotrotz eine wirklich schöne Bucht und der ein oder andere mag vielleicht ja hier die Bucht wiedererkennen aus der Filmreihe. Der Felsen, der da vorne zu sehen ist, hier sieht man ihn relativ mittig, wird von den Einheimischen im Übrigen Elephant Rock genannt. Hier in dieser Bucht haben wir dann Stopp gemacht. Hier sieht man einen der sehr typischen schwarzen Strände der Insel. Die Insel ist ja vulkanischen Ursprungs und deswegen gibt es hier eben auch diese schwarzen Strände. Aufgrund der starken Strömung konnte das Boot jedoch nicht anlegen, sodass wir dann vom Boot aus ins Wasser gegangen sind, dann auch zum Strand schwimmen konnten. Ich habe jetzt allerdings mein Handy nicht mit an den Strand genommen, durchs Wasser durch, sodass ich jetzt die Aufnahmen hier nur von der Bootseite aus zeigen kann. Und nach unserem Badestopp ging es dann ganz entspannt wieder zurück hier entlang der Küste von St. Vincent zu unserem Ausgangspunkt in Kingstown. Ja, an Bord gab es natürlich, wie immer in der Karibik, typisch karibische Musik und Rumpunsch. Das darf bei solchen Bootsausflügen tatsächlich auch nicht fehlen. Und am Hafen wurden wir dann wieder von typisch karibischer Musik begrüßt. Die hat uns allerdings eingestimmt auf einen anderen musikalischen Abend. Denn an Bord im Klanghaus hat uns unser Streicherquartett Vivid mitgenommen auf eine musikalisch-filmische Reise. Wir sind auf Barbados und haben festgemacht hier in der Inselhauptstadt Bridgetown. Mit uns zusammen im Hafen hat im Übrigen noch ein anderes Schiff gelegen, was wir mehrfach auf der Reise gesehen haben, die Marella Voyager. Und einigen Mein Schiff-Reisenden wird dieses Schiff durchaus bekannt vorkommen, denn das ist die alte Mein Schiff Herz oder die vorherige Mein Schiff 2, die ja mittlerweile verkauft wurde.
Wir sind für unseren Ausflug wieder auf einen Katamaran gestiegen und haben hier einen kurzen Stopp eingelegt, um was ganz Besonderes zu sehen, nämlich Schildkröten. Und schaut mal da, sie waren tatsächlich da. Das war ein sehr, sehr schöner Anblick, ein schönes Gefühl, zusammen mit den Schildkröten hier im Meer zu schwimmen. Zusammen mit den Schildkröten gab es hier allerdings auch jede Menge sehr große Fische, die für mein Gefühl mir ein wenig zu nahe gekommen sind. Aber das lässt sich wohl nicht vermeiden, denn die Tiere wurden tatsächlich von den Guides angefüttert und das hat nicht nur die Schildkröten, sondern eben auch die großen Fische angelockt. Und wenn man ein paar Meter weiter geschwommen oder geschnorchelt ist, kam man zu einem alten, versunkenen Schiffswrack. Das soll ein altes Handelsschiff gewesen sein, was hier versenkt wurde vor der Küste. Und auch hier tummelten sich jede Menge bunte karibische Fische. Und dann wurden wieder die Segel gesetzt und es ging weiter hier entlang der Küste von Barbados bei ganz entspannter Atmosphäre, karibischer Musik, Rumputsch und tatsächlich auch etwas zu essen, was hier an Bord gereicht wurde. Where we come, we go, go. One time, make I leave my life and do Shakara, make I kick away from me. Main body, they set up for much enjoyment. Main body, they ready, ready for celebration. Waiting the one, them go quench, them go quench. Und nach einem weiteren Badestopp ging es dann zurück zu unserem Ausgangspunkt, dem Hafen von Bridgetown. Und dort angekommen hat uns dann ein Partybus in Empfang genommen, der uns zurück zum Hafen gebracht hat. Ja, unser Kapitän Panosch hat uns dann tatsächlich begrüßt zu einer weiteren Poolparty hier auf der Mein Schiff 3. Hallo, Captain. Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Und moi! Sehr schön. Und das Motto unserer heutigen Poolparty war St. Pauli, also Hamburg wurde hier in die Karibik geholt mit einem bunten Unterhaltungsprogramm. Alle Künstler waren mit auf dem Pooldeck und es war wieder ausgelassene Stimmung. Ooh.
Wir sind in Castries auf der Insel St. Lucia. Ja, St. Lucia ist unabhängig, allerdings weiterhin Mitglied im britischen Commonwealth und damit ist auch König Charles das offizielle Staatsoberhaupt von St. Lucia, wird hier vor Ort jedoch durch einen Generalgouverneur vertreten. People fight for survival. Unser Ausflug führt uns heute in den Regenwald von St. Lucia. Ja, nach ca. 30 Minuten mit dem Kleinbus waren wir dann hier und dann ging es zunächst zu Fuß los und unser Guide hat uns alles zu Flora und Fauna hier vom Regenwald in St. Lucia erklärt und wir konnten sogar Kolibris sehen. Und hier schon mal einen Blick auf diese kleinen Gondeln, in die wir auch gleich umsteigen werden. Denn hier durch den Regenwald von St. Lucia führt eine Seilbahn, mit der man dann ja ganz bequem hier den Berg hinauf durch den Regenwald kommt. Und dann ist sie auch schon gestartet, unsere Seilbahnfahrt hier durch den Regenwald. Und ich überlasse euch jetzt einfach mal diesen schönen Bildern von unserer Seilbahnfahrt durch den Regenwald von St. Lucia. Während man auf der Fahrt hinauf auf den Berg hier dann ziemlich tief unten durch den Regenwald gefahren ist mit den Gondeln, ist man auf dem Weg zurück dann wieder runter ins Tal dann die obere Strecke gefahren. Das heißt, die Gondel führte über das Blätterdach des Regenwalds hinweg, sodass man von oben einen fantastischen Weitblick auf den Regenwald hatte. Heute an Tag 23 sind wir auf Martinique und haben festgemacht hier in der Inselhauptstadt Fort-de-France. Martinique gehört wie andere karibische Inseln auch heute noch zu Frankreich, ist also ein sogenanntes französisches Überseedepartement und damit befinden wir uns hier tatsächlich mitten in der Karibik, ebenfalls in der Europäischen Union. Das heißt, wir sind hier auch im europäischen Handynetz und konnten in Euro bezahlen. Wir sind dann mal wieder umgestiegen auf ein kleineres Boot, diesmal allerdings ein sehr schnelles, ein Speedboot und dieses hat uns gebracht auf eine vorgelagerte Insel namens Chancel. Ja, Chancel war eine Insel, auf der vormals Sklaven untergebracht worden sind. Die sind heute natürlich nicht mehr da, dafür gibt es andere Bewohner dieser Insel und die sehen wir auch gleich. Ja, hier vorbeigeschaut an den Ruinen der ehemaligen Sklavensiedlung findet man sie, die heutigen und alleinigen Bewohner der Insel, und zwar Leguane. Thank you.
Nach einer kurzen Weiterfahrt mit den Speedbooten sind wir hier angekommen auf einer weiteren kleinen vorgelagerten Insel und die hat uns begrüßt mit einem schön gemütlichen Naturstrand, ganz flaches Wasser, natürlich wieder herrlich warm und sogar keinen Wellengang, das war sehr angenehm zum Baden. Ja, und hier waren wir tatsächlich das letzte Mal baden im Karibischen Meer, denn Martinique war die letzte karibische Insel auf unserer Route hier in die Karibik mit der Mein Schiff 3. Das heißt, wir konnten uns nach der Rückfahrt dann zum Hafen schon mal langsam darauf einstellen, dass es wieder zurück gen Osten geht über den Atlantik. Denn vor uns lagen jetzt weitere 6 Seetage bei der Atlantiküberquerung, die wir hier ganz entspannt genossen haben an Bord der Mein Schiff 3. Ja, auf der Atlantiküberquerung hatten wir wieder viel Zeit, alle Annehmlichkeiten hier an Bord der Mein Schiff 3 zu genießen. Und das haben wir auch ganz ausgiebig getan. Das war wirklich eine ganz entspannte Zeit und wir hatten vor allem auch wieder fantastisches Wetter die ganze Zeit. Immer so 25 bis 30 Grad. Das Meer war ruhig, sodass wir die Zeit wirklich sehr genossen haben. Ja, und 6 Tage später war dann wieder Land in Sicht und wir sind angekommen hier auf den Kanaren, um genauer zu sein in Las Palmas auf Gran Canaria. Und wenn man sich jetzt hier gleich das Kreuzfahrtterminal anschaut, ist man ein wenig verwundert, denn es ist tatsächlich weg, es wurde abgerissen. Las Palmas bekommt ein ganz neues, großes, modernes Kreuzfahrtterminal. Im Moment ist hier also eine Baustelle. Ja, wir haben einen Ausflug von Bord gemacht und sind mit unserem Bordguide unterwegs gewesen mit den E-Scootern und haben Las Palmas mal rollend erlebt. Angekommen hier in der Altstadt von Las Palmas konnten wir unsere E-Scooter parken und dann zu Fuß die Stadt weiter erkunden. Entweder zum Beispiel hier in die Santa Ana Kirche gehen oder eben einfach hier durch die kleinen Gassen der Altstadt von Las Palmas schlendern. Das Auditorio Alfredo Kraus ist ein Opern- und Konzerthaus, was Ende der 1990er Jahre errichtet wurde und hier direkt mit Blick Richtung Strand in Las Palmas liegt. Ja, dann war unser Ausflug auch schon zu Ende und wir waren zurück am Hafen. Wir sind dann allerdings nochmal zu Fuß losmarschiert, denn vom Hafen aus ist es ja nicht weit bis zum Stadtstrand hier in Las Palmas. Und da war am späten Nachmittag noch eine wirklich sehr angenehme, schöne Stimmung, sodass wir hier den Nachmittag noch an der Promenade verbracht haben und so langsam zusehen konnten, wie die kanarische Sonne hinter den Bergen verschwindet. Cuando estoy contigo, yo siento que nos unió el destino. One wish for the shooting star. Holy night.
Und mit dem Auslaufen hier aus Las Palmas ist es auf dem Schiff schlagartig weihnachtlich geworden. Ja, wir sind Ende Oktober an Bord gegangen in Bremerhaven und mittlerweile haben wir Anfang Dezember und das erste Adventswochenende sorgt hier auch auf der Mein Schiff 3 für weihnachtliche Stimmung. Und hier am Pooldeck wurde ein schöner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und das Ganze wurde natürlich direkt wieder verbunden mit einer tollen Poolparty. Also Weihnachtsmarkt und Poolparty hier auf der Mein Schiff 3 zum Einklingen auf die Adventszeit. Turtle doves and all my favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build Frosty the Snowman and dance along with the Christmas band. Und an den letzten Tagen hier an Bord der Mein Schiff 3 wurde die Stimmung immer weihnachtlicher. Überall in den öffentlichen Bereichen wurden große Weihnachtsbäume aufgestellt und reich verzierte Lebkuchenhäuser. In den Bars und Cafés wurde Weihnachtsmusik gespielt oder die Künstler haben Weihnachtskonzerte gegeben. Und am letzten Abend an Bord der Mein Schiff 3 nach 5 letzten Seetagen gab es dann die große Abschiedsshow hier im Theater. Wir haben Abschied genommen von einer tollen Crew, die uns 5 Wochen lang hier auf einer fantastischen Kreuzfahrt begleitet hat, aber auch Abschied von vielen Mitreisenden, die wir in der langen Zeit kennenlernen durften. Also das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung und an diesem Abend wurde die Stimmung eben schon ein wenig wehmütig. Guten Abend, liebe Gäste. Und zum letzten Mal diese Reise. Herzlich willkommen im Theater. Und der letzte Auftritt hier auf der großen Showbühne gebührte natürlich der Crew der Mein Schiff 3, die sich den Dankesapplaus ihrer Gäste und Passagiere abholen durfte. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des zweiten Teils dieses Videos über unsere 5-wöchige Kreuzfahrt von Bremerhaven in die Karibik. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gern einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos, denn schon in weniger als 2 Wochen geht's wieder los. Also seid mit dabei. Vielen Dank. Tschüss, euer Guido vom OLX Channel.